Ich habe mir jetzt ein paar Folgen von Ringe der Macht, Herr der Ringe, angeschaut und ich finde, die Serie, Peter Jackson wäre, glaube ich, wenn er das sehen würde, der enttäuscht davon und, glaube ich, traurig, was sie aus seinem Meisterwerk gemacht haben. Also erstmal finde ich es peinlich, also diese Serie da, die Zwerge sind cool, Elben sind cool, einige Menschen sind cool, dann dieses peinlich unsympathische Volk von Hobbits, die da haben. Wie gesagt, Hobbit ist ja sympathisch, Frodo, sage ich nur, Bilbo und so. Sympathische Hobbits, das ist so ein asozialer Hobbit-Stamm, der da rumtickt, finde ich, ehrlich gesagt. Dann ein weiblicher Frodo, so nachgemacht, sieht aus wie Frodo im Weiblich, das ist peinlich, finde ich. Dann so ein weiblicher Sam, der total hässlich ist und so, die ist so unsympathisch. Da will man sofort dieses Gesicht von der sieht, umschalten oder ausschalten oder Tomaten drauf werfen. Die ist so unsympathisch. Das Schlimmste daran finde ich noch, da ist ja kein Zauberer bei, also kein Gandalf, da ist irgendwie so ein komischer, von dem komischen asozialen Hobbit-Volk da so ein komischer Möchtegern-Zwerg, der auf Zauberer macht. Das ist so peinlich, finde ich, ehrlich gesagt. Ich meine, wie kann man Herr der Ringe sowas verunschalten, ehrlich gesagt? So ein Herr der Ringe, der Hobbit, die Filme und so, super Filme, super Regisseur, storymäßig top. Und da haben die da bei, ist eine Amazon-Produktion, da irgendwie den ganzen Wok-Scheiß da eingebaut irgendwie. Da, mir kommt es übertrieben vor. Da ist eine Königin, da ist eine Königin, da ist eine Königin, eine Chefin und was soll die Scheiße? Guckt euch Herr der Ringe an, da macht eine Serie raus, die passend ist. Nicht so ein Scheiß da, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ich verstehe es nicht. Hobbit war ja gut gewesen, weil es irgendwie einen großen Auftritt gab bei Herr der Ringe, dann ein Film bekommen, der Hobbit. Hobbits haben hier einen Auftritt gehabt, finde ich. Er muss keine neuen Hobbits da einführen, die ein bisschen primitiv sind, die Läuse haben, die unsympathisch rüberkommen. Was soll diese Scheiße? Ich war so genervt davon, das glaubt ihr gar nicht, wie gesagt. Aber Frodo war sympathisch, Sam war auch sympathisch gewesen, die anderen beiden, Pippi und Merin, war auch sympathisch gewesen. Warum kommen jetzt da weibliche Hobbits rein, ehrlich gesagt? Was soll dieser Mist einfach nur? Ich finde das so traurig, dass sie sowas rausgemacht haben. Also mein Fazit der Serie, die hat ein Potenzial gemacht. Also wenn Staffel 2 kommen sollte, sollten die, finde ich ehrlich gesagt, das ganze Hobbit-Volk da irgendwie von Sauron da platt machen lassen komplett, dass sie weg sind und dann geht die Serie vielleicht wirklich weiter, wenn dieses Hobbit-Volk weg wird. Diese Hobbits da, nicht diese Hobbits, sondern die Hobbits da, das ist ein Wort Hobbits, ich weiß, also diese komischen asozialen Hobbits da von Ringe der Macht, das ist so nervig, ehrlich gesagt. Und vor allem, mein größter Rasscharakter aktuell ist dieser komische weibliche Sam, das ist so, die ist so unsympathisch, das glaubt kein Mensch. Okay, bis bald, ciao.